Ja, Leo will auch gerade Frauchen nicht gehen lassen zum Briefkasten. Komm bloß in dieser unsicheren Zeit zurück. Ja, wer auch, hier lebt ja auch keiner. Aber die meisten Leute, die in den Keller eingesperrt werden, die leben ja eher außerhalb. Außer Jordel Paul, der sperrt ja auch Kinder so in den Keller. Und hoffentlich viel. Nein, das stimmt nicht. Die korrekte Antwort ist nicht Tatsi, was wichtiger, also was besser ist, Dyson Sphere, Leo oder Mops, weil Tatsi weiß, dass der Mops vor ihr steht. Sie ist auch noch da. Danke, Thorak, für die Geschenkabos. Und ich würde den Mops definitiv heiraten. In Österreich ist das Familiensache, Leute in den Keller einzusperren. Warum produziert ihr denn so langsam? Ich habe meine Freundin damals verlassen, weil ihr das Pferd wichtiger war als die Beziehung. Ja, Pferdefrauen sind verrückt. Mopsmänner sind nicht verrückt. Das ist nur realistisch. Ein Pferd kostet halt, das Problem ist, ein Pferd kostet viel Zeit halt nicht zu Hause. Es kostet viel Zeit im Stall und diese typischen Stalltätigkeiten die ganze Zeit. Also nochmal vielen Dank, Thorak, für die 10 Geschenkabos. Es war ein sehr schöner Urlaub, sag ich schon, Monat mit Geschenkabos und Subs etc. Gerne, Margot. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich weiß, Gasriesen anbohren. Gasriesen anbohren, Akkumulatoren. Kristalle sind hergestellt. Was ist das andere, was ich dafür brauche? Die Motoren. Drei Magneten, das übrigens schlecht ist, weil ich habe wirklich kein Eisen mehr auf diesem Planeten hier. Was bedeutet, ich muss wirklich zum anderen Planeten und muss da sowas Billiges wie Eisen rüber transportieren. Machen wir erst den Südpolausbau für die Solaranlagen. Die Sache mit Tieren ist auch immer, die sind für alle, also sie sind halt ihr Leben lang abhängig von jemandem.
Deshalb, das ist ja wie so ein Kind, was nie erwachsen wird. Und das, wenn du nicht ein Tier hattest, das du so geliebt hast, so in der Form, dann kannst du das auch nicht verstehen. Glaube ich, das ist schwierig. Weil ich kann nicht einfach abends sagen, ja, jetzt Hund hier, ich hab dir mal eine Packung Trockenfutter umgeschmissen. Ich bin mal eine Woche weg. Und Hund denkt sich, ich glaube, das ist ein guter Plan, das gesamte Trockenfutter an einem Tag zu essen. Und die restlichen Tage, die kratze ich so lange an der Tür, bis ich durch bin. Nein, bei einer Katze geht das auch nicht so hundertprozentig. Also ich weiß, dass Tatsi das einmal wohl gemacht hat, weil es irgendwie nicht anders ging. Also nicht eine Woche, aber dann war die irgendwie ein paar Tage nicht da. Zwei oder drei? Weiß ich nicht. Habe ich nicht richtig zugehört. Du kannst halt ein Tier auch nicht so lange allein lassen. Was ist, wenn das in die Steckdose fasst, Feuer fängt und die Bude abfackelt. Nicht, dass solche radikalen Sachen passieren. Oh. Da fällt mir ein, wollte ich vielleicht diesen Stall transportieren? Ich habe gar nicht mehr die Anlage. Ach so, doch. Ja, ich war zwischendurch irgendwie abgelenkt wieder. Weil eigentlich wollte ich von hier aus Stahl wegtransportieren. Also ins Planetennetzwerk einspeisen und nicht vom anderen Planeten hier runterbringen. Ist auch nicht schlimm. Ich habe da nicht gehört, bei Civilization werden jetzt alle Zivilisationen überarbeitet. Beziehungsweise zwei Dritte. Also werden wahrscheinlich jetzt alle alten Zivilisationen überarbeitet, damit die mit den neuen Zivilisationen gut klarkommen. Weil die neuen Zivilisationen ja alle overpowered sind. Ein Tier steckt, du hast deine Medikamente nicht genommen. Es ist, du musst immer vom Unmöglichen ausgehen.
Ja, über was denke ich gerade nach? Damit er zwischendurch immer einen abzweigt. Ich brauche Bänder. Ich fliege jetzt nochmal auf den anderen Planeten. Prozessoren habe ich alles dabei. Dann auf. Titanium-Ignot? Habe ich unterwegs was weggeschmissen? Ah, nee. Das ist eins von den, ja. Von meinen Transportern. Der bringt gerade Titan vorbei. Ich denke schon. Im Weltall Kram verloren? Thank you.
So, hier werde ich aber keine Drohnenproduktion machen. Also beziehungsweise ich werde hier nicht mit Stationen arbeiten. Kann die Dinger schön mit dem... Wie heißt er? Mit den Bändern hier reinschicken. Weil ich ja den Planeten hier eh nur aussauge. So, Titan muss ich erstmal nicht weiter produzieren. Aber ich muss eine große Eisenproduktion ist auch... Ich brauche einfach Eisen von diesem Planeten. Und lieber hier den ersten Schritt machen, anstatt den ganzen Scheiß einfach nur runterzuholen. Danke, Smoriva, fürs Folgen. Darf ich deine Beweggründe dazu erfahren? Oh mein Gott, ich werde angesprochen als Mensch. Stimmt. Vielleicht hat er sich dafür entschieden, hier zu followen, weil ich runterholen gesagt habe. Weil wir alle von unseren niederen Instinkten geleitet werden. Ach, hast früher bei meinen PAT-Matches zugeschaut. Da ist schon was her. Das Problem ist, ich würde ja PAT spielen, aber ich warte noch darauf, dass Mika nicht mehr, also kein Internet hat für den Rest seines Lebens. Ich bin inzwischen auch rustikaler. Bin nicht mehr so schnell. Ich kann nur noch Rundenstrategie spielen. Für alles andere, boah, das ist so hektisch. Da kriege ich Platz mit der Schädel. Competition und so. Danke für deine Spende. Evil. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Natürlich habe ich Angst. Mm-hmm.
Das Game fesselt mich mehr als Factorio's Satisfactory. Ja, das ist wie gesagt eine Geschmacksfrage. Ich glaube, ein paar Leute spielen dadurch wieder mehr Factorio und andere finden das halt toll und finden das auch besser. Ich muss sagen, dass es mir eigentlich als von den Automatik-Spielen bis jetzt eigentlich am besten gefällt. Und dabei habe ich noch gar nicht alles gesehen. Obwohl es natürlich noch Verbesserungsmöglichkeiten geben würde, in Form von, die einen oder anderen würden sich natürlich direkt wieder Multiplayer sofort wünschen, ne? Blueprints. Aber es ist halt Early Access. Gegner. Aber Gegner sind, glaube ich, in der Roadmap wirklich drin. Aber insgesamt ist das für ein Early Access Spiel, sag ich mal, es hat halt schon einen sehr guten Status für Early Access. Man kann schon sehr viel machen. Vom 11.02. kommt schon das erste Update für Logistik. Du kannst Reichweite bei den Logistiktürmen einstellen. Mir fehlt das Midgame, die Skalierungstools. Nach dem vierten Sonnensystem macht es keinen Spaß mehr, noch 10 weitere zu bebauen. Das alles wieder zu Fuß. Oh, es hört sich schon nach fieser Arbeit an. Nur wenn ich das lese. Ups.
Ja. Also kann ich nachvollziehen, wenn du später an mehrere Systeme abholzen musst, so gesehen. Obwohl ich bei dem Punkt noch nicht wirklich bin. Die Lilan für, das habe ich noch nicht. Also das mit den K-Bindings für die Upgrades kommt ja noch dieses Jahr. Also beziehungsweise kommt jetzt schon bald, meine ich. Was? Die wollen Urlaub machen? Was ist das denn für ein Laden? Ich dachte, das sind Chinesen. Working like a machine und so. Richtig, ist Corona, die dürfen ja gar nichts machen. Ah nee, in China gibt's ja kein Corona. Dazu werden die wahrscheinlich auch nichts sagen. Ist ja Pressesperre. Sonst werden die von der Regierung freundlich begrüßt. Seitdem es übrigens Corona gibt, habe ich auch keinen Kontakt mehr mit Yeti gehabt. Weil sie nicht in der Lage ist, wahrscheinlich mit dem Ausland vernünftig zu kommunizieren. In China. Weil wir haben ja immer noch manchmal geschrieben. WhatsApp darf, glaube ich, nicht benutzt werden. Also man kann es über eine Firewall, glaube ich, benutzen. Aber ich glaube, WhatsApp ist in China, haben die sich schon zurückgezogen. Müsste aber auch nochmal schauen. In China benutzen die WeChat.
Über WhatsApp ist mit Leuten in Kontakt geblieben, die ins Ausland gezogen sind, die aber nicht ins asiatische Ausland. Wahrscheinlich, weil, wie gesagt. Und von meiner einen Bekannten aus Shanghai, nicht. Doch, aus Shanghai habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Eine Pianistin, die ich von da kenne. Ach, Vietnam. Vietnam ist wie... ist westlich angehaucht. Die leben von unserem Tourismus. Ja, der macht ja in 1,5 Sekunden den. Der braucht ja ein bisschen länger als für das Stahlding, weil ein roter Kreis ist schwieriger. Kamen ja viele nach dem sinnlosen Krieg auch mit ihrer neuen vietnamesischen Frau nach Hause. Oder haben ihre Kinder dagelassen. Generell ist fast jeder Krieg sinnlos. Ich habe noch gedacht, vielleicht mache ich Magnetbänder mit dran, aber hat ja keinen Sinn. Warum hat das keinen Sinn? Weil ich den Grundring brauche für manche Produktion. Ach, der kann nur 10 also 10 Stück haben. Okay, die nächsten Silikonen sind echt weit weg.
Sehe ich das richtig, lieber Chat, wo alle Leute ganz viele Spiele schon gespielt haben, dass man nur 10 von den Logistikfesseln da reinballern kann? In ein planetarisches Logistiksystem. Waren das nicht 15? Vielleicht gibt es ein Upgrade dafür. Da ist Carrying-Kapazität. Hast du den Gegentrumm, dann hast du 20. Was ist Gegentrumm? Was willst du mir sagen? Ich dafür Prozessoren und Partikelbreitband. Da produziere ich noch eine Sache nicht. Carbon-Nanotubes. Aber da ich sehe, dafür brauche ich auch Titan. Ich bekomme selten Nachrichten von Betrunkenen. Dafür standen früher häufiger Betrunkene einfach vor der Tür. Mit der Begründung, na, wir waren in der Nähe und wir dachten, wir schauen mal vorbei. Weil du denkst, du wohnst hier am Arsch der Welt, hier ist nie jemand in der Nähe. Was fehlt dir? Eisenplatten? Ja. Haben wäre es, wenn sie dann gleich beide Raketen betanken. Was? Viermal so effizient.
Du hast eine Funktastatur? Das hatte ich ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr vor meinen Augen. Aber wie hole ich denn später Kram aus anderen Sonnensystemen? Gibt es dann Interstellarreisen? Also noch... Also... du weißt, was ich meine. Ja, Warp-Antrieb. Aber werde ich ja wohl nicht von A nach B rumfliegen. Ah, die Schiffe können warpen. Aber die Reise dauert dann halt wohl recht lange. Ja, ich kann auch warpen, aber ich... Irgendjemand muss ja zuerst dahin. Ich werde da keine Expedition losschicken können, die macht das. Und wenn die überhaupt keine leer sind oder sie aus Versehen vom anderen System was holen, sind sie Stunden unterwegs. Hört sich doch nach Spaß an. Ich weiß, dass meine Energie fast leer ist. Ich lade mich jetzt auf. Kein Stress. Du musst beim Drohnenhangar beim einen angeben, dass er was supplyen soll, und du musst unten mit dem Laufband da reinschießen, das Zeug. Und du musst die Drohnen erst da reinmachen. Du musst die Drohnen selbst produzieren und dann in den, also einfach rüberziehen in diesen Drohnenhangar, was hier unten ist. Logistikdrohne, die Logistikwässer sind für den interplanetaren Transport. Das ist die Einstellung Local Demand, das hast du in dem normalen planetaren System. Von da, wo es, sag ich mal, rausgeschickt werden soll oder wo es geholt werden soll. Supply schickt halt raus, Demand holt das mit den Drohnen hierhin. Und den Remote Supply ist für den, also für das Reisen
zwischen den Planeten oder halt zwischen den Sternsystemen. So. Wäre natürlich schön, wenn ich noch irgendwie das ja, irgendwoher jetzt noch Silikon hole. Also in der größeren Menge als bis jetzt. Kein Problem. Also ein paar Sachen kann ich schon erklären. Ich bin aber noch nicht am Ende vom Spiel. Es gibt noch viel zu tun. Das Arbeitslevel bleibt hoch. Und eigentlich wäre besser, die Silikone vom anderen Planeten aus dem System zu holen, weil der wirklich Silikone hat ohne Ende. Aber wenn ich gerade hier bin. So, nur knapp so 500. So circa 8 Schmelzöfen kann ich mit denen befeuern. Ach, Kupferplatten fehlen mir. Hole ich gleich auch. Die fehlen mir jetzt schon hierfür. Wann werde ich nämlich das mit der planetaren Drohne rüberschicken? Zum Hauptverteiler. Das ist mir jetzt zu weit von der Strecke her. Um da ein Band für zu benutzen. Ich habe auch nicht mehr genug Bänder da.
Flip. Machst du gleich. Mach erst die 8 Schmelzöfen. Da kannst du wieder 10 davon produzieren. Für beide. Dann mache ich die anderen 10 nach oben rein. Auch für im Hinblick auf Zukunft, dass ich hier andere Sachen noch ausbeute. Ich glaube, es ist entspannter, wenn du Produktions-, also beziehungsweise wenn man am Anfang die Ressourcen höher gesetzt hätte. Aber ich wusste es nicht. Ich habe ja die Grundeinstellung genommen. Noch so viele Sachen, die ich eigentlich testen müsste. Eine MK3-Bandproduktion wäre ja auch vorteilhaft. Obwohl ich da immer noch nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwas davon brauche. So. Hau die 10 hier rein. Fehlen noch ein paar. Also doch 500. Also bin ich mit 8 Schmelzern genau richtig. Hier kommen die anderen 10 rein. Oh, es gibt wieder eine Community Boost Herausforderung. Boost Goal 2 bla 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 hat begonnen. Diesen Stream boosten. Hol dir einen Boost, um diesen Stream 7700 Mal zu promoten. Ihr wisst ja, ihr habt ja 8000 Millionen Kanalpunkte, die ihr da investieren könnt. Boost den Stream! Boost den Stream! Damit ich wieder den Boost habe, während ich WoW spiele aus und Dailies mache. Das haben wir in 2 Minuten durch. Ich glaube, man kann nicht,
normalerweise müsste im Chat eine Info oben drin sein, wo du dann Coins beitragen kannst. Natürlich keine 15. Auf dem Handy geht das nicht. Das weiß ich leider nicht. Ich aber alles, was ich bauen wollte. Dieses Gasabpump-Ding, also um den Gasriesen anzuzapfen, sind das auch Raumschiffe, die da hinfliegen, um ihn abzupumpen?